Mir ist die Pocket 2 aus der Halterung gefallen. Ja, hallo, der Matthias ist wieder hier und ich freue mich, dass du dir mein Video erneut anschaust. Heute bin ich mal rausgegangen hier bei uns in Cuxhaven an der Nordseeküste an die alte Liebe. Hier ist normalerweise immer sehr viel los, viele Touristen unterwegs. Das wollte ich heute ausnutzen, damit ich ein paar Motion-Timelapse-Aufnahmen machen kann. Ganz besonders für den lieben Peter, dem hatte ich das versprochen, aus dem DJI-Forum. Jetzt ist es leider so, der Tag ist ziemlich neblig, was natürlich für meine Aufnahmen im Grunde genommen ganz gut gewesen wäre. Nur leider sind keinerlei Passanten hier, keine Touristen, keine Fußgänger. Und das macht ja gerade den Reiz so einer Motion Timelapse auch aus, dass man dann halt diesen Nachzieheffekt, dieses Motion Blur in den Bewegungen hat. Und das geht natürlich nicht ohne Leute. Hier unten sind zwar ein paar Bauarbeiter, die hier die Treppen neu machen, jetzt in der Wintersaison, wo keine Touristen da sind. Aber den möchte ich auch nicht so unbedingt auf die Pelle rücken, dass ich die ganze Zeit filme. Dann werden die auch ein bisschen nölig werden, mit Sicherheit. Ja, und sonst werde ich jetzt hier gleich nochmal die kleine Mini 2 steigen lassen, dass ich wenigstens ein paar Aufnahmen mache. Ist ja auch mal was Besonderes, die alte Liebe mal zu filmen, ohne Menschen drauf. Ich denke, das ist sicherlich auch ganz reizvoll, da mal das irgendwo einzubinden. Dann habe ich wieder etwas an Stock-Footage, was ich irgendwann mal sicherlich gebrauchen kann. Ich werde nicht so weit fliegen, schon gar nicht übers Meer. Falls der Otter zuschaut, der weiß Bescheid, ne? Fliegt nicht übers Meer. Ja, und sonst muss ich mal gucken, da kommt gerade eine schöne Möwe. Wenigstens die lässt sich mal sehen hier. Wenn wir schon keine Touristen haben, dann haben wir wenigstens mal eine Möwe drauf. Auch die wirken heute eher etwas lustlos. Ja, ist klar, es ist niemand da, der sie füttern kann. Von mir gibt es nichts, ich habe nichts mitgebracht. Und da unten hinter mir treffen jetzt doch mal so peu à peu 6 Leute ein. Vielleicht lohnt es sich da doch, die Pocket 2 zu starten. Mit der Pocket 2 möchte ich halt, wie gesagt, diese Aufnahmen machen, diese Motion Timelapse Aufnahmen. Und vielleicht lasse ich sie gleich einfach mal laufen und mal schauen, ob ich da was Schönes mit hinbekomme. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du dir das Video wieder anschaust. Ich möchte noch mal daran erinnern, wenn es dir gefällt, gib mir einen Daumen nach oben und lass einen kleinen Kommentar da. Freue ich mich immer drüber. Das Gute ist, Schiffe haben wir ja immer hier, also daran mangelt es nicht. Schöne Motive kann man hier an der Küste eigentlich immer finden. Ich habe jetzt mal die Pocket 2 angestellt. Sie macht mir jetzt also eine Motion Timelapse. Ich hoffe, dass die einigermaßen wird. Ich nehme in RAW auf, die Motion Timelapse, in Einzelbildern, im RAW-Format, und gleichzeitig wird auch ein Video gespeichert. Das Video ist allerdings nur in 1080p, also in HD-Quality. Normalerweise lösche ich die Videos dann immer und behalte nur die RAW-Files, aber in diesem Fall möchte ich dann halt doch auch für diesen Vergleichstest auch die Aufnahmen
die Videoaufnahmen dann benutzen. Die kann ich dann mal so nebeneinander stellen, um zu sehen, wo da die Unterschiede liegen. Das ist mein iPhone wieder, mein Kontrollmonitor für die ganze Geschichte. Ja, da hinten sind jetzt wie gesagt ein paar Leute. Ich weiß nicht, wie gut das dann kommt, wenn die sich ein bisschen bewegen, dass man ein paar ganz gute Aufnahmen damit danach hat. Dann werde ich jetzt auch gleichzeitig noch die Mini 2, die neue, starten und vorsichtig hier ein bisschen um die alte Liebe rumfliegen. Ich habe mir extra so kleine Beutel bestellt, die kosten nicht viel. Da kann ich die Mini 2 und die Fernbedienung ganz gut drin unterbringen. Und so eigentlich immer dabei haben, sobald sich mal die Möglichkeit ergibt zu fliegen, dann einfach raus aus dem Beutel und los geht's, ne? Vielleicht gehe ich noch mal ein
bisschen ein paar Motion Timelapse in der Innenstadt machen. Eigentlich habe ich ja nicht so richtig Lust, weil es eben so scheiße kalt heute ist. Keine Sonne, nix. Aber mal gucken. Ja, und da bin ich wieder. Ich habe mich jetzt doch nochmal in die Innenstadt getraut, in die Fußgängerzone, um hier auch mit der Pocket 2 ein paar schöne Motion Timelapse Aufnahmen zu machen. Speziell für meinen Freund, den Peter. Peter hat auch einen YouTube-Kanal, macht auch sehr schöne Videos. Da werde ich euch unten in der Beschreibung auch mal den Link zu einblenden. Dann könnt ihr seinen Kanal auch mal besuchen, vielleicht ein Abo dalassen und ein Like für seine Videos. Freut er sich bestimmt drüber. Ja, und ich bin jetzt hier, wie gesagt, in der Fußgängerzone, in der Nordersteinstraße hier in Cuxhaven und versuche noch ein paar schöne Motion-Timelapse-Aufnahmen hinzukriegen. Und dann haben wir den Vergleich. Wie gesagt, ich nehme einmal in RAW auf und dann auch die Originaldateien in dem Videoformat. In MP4 müsste das sein. Mit 1080p, also es ist dann nur HD-Qualität. Aber mal schauen, wie das dann wirkt. Ich weiß zum Beispiel, dass die Farben ziemlich grell sind bei den Videofiles. Das ist einer der Nachteile. Und bei den RAW-Files, da kann ich halt noch sehr gut die Farben nachher im Color Grading verbessern, die Helligkeit anheben. Ich habe gerade gesehen, die Szenerie hier in der Fußgängerzone, in dieser Straßenschlucht, ist ziemlich dunkel. Und mal schauen, was ich da noch an Helligkeit dann später rausholen kann. Ja, dann mache ich jetzt nochmal die Aufnahmen hier fertig und melde mich dann zum Schluss des Videos nochmal bei euch. Und dann bin ich jetzt hier immer noch in der Fußgängerzone von Cuxhaven und versuche noch ein paar Motion-Timelapse-Aufnahmen zu machen. Diesmal habe ich die Pocket 2 hier in einem kleinen Gebüsch untergebracht, ein bisschen getarnt, um direkt in die Straße reinzufilmen. Und auf dem Weg hierher ist mir eben ein kleines Malheur passiert. Das heißt, mir ist die Pocket 2 aus der Halterung gefallen. Auf den Boden gelandet. Das hat mich ganz schön erschrocken. Das ist mir mit der Pocket 1 in dieser Kombination auch immer hin und wieder mal passiert, dass sie dann halt direkt aus diesem Wi-Fi-Modul rausgefallen ist, wenn man das zu schräg hält oder so. Das hat halt überhaupt gar keine Stabilität von den Seiten. Das hängt nur an dem kleinen USB-C-Anschluss und dadurch kann das natürlich schnell mal passieren, was nicht so schön ist. Wenn ich darüber so nachdenke, dann ärgere ich mich jetzt doch schon ein bisschen darüber, dass ich mir nicht das Combo-Paket bestellt habe. Denn da hat man ja diesen extra dafür entwickelten kleinen Fuß drunter mit dem eingebauten Wi-Fi-Modul. Und das Ganze sitzt dann auch bombenfest. Da würden solche Unfälle nicht mit passieren. Naja gut, jetzt habe ich es nur in der Version. Eventuell hole ich mir das nochmal. Muss ich mir überlegen. Auf jeden Fall ist das eine sehr unsichere Sache, das einfach so darauf zu befestigen, so wie ich das jetzt hier habe. Kann das ganz schnell mal daneben gehen. Ja, okay. Und ich werde jetzt noch hier weitere Aufnahmen machen für die Motion Timelapse. Ich hoffe, das gelingt mir. Es wird schon relativ früh dunkel jetzt immer. Thank you.
Und ansonsten bleibt mir dann nur euch erstmal zu danken, dass ihr das Video wieder bis zum Schluss geschaut habt. Ganz herzlichen Dank dafür. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Freue ich mich immer drüber. Vielleicht auch einen kleinen Kommentar. Schreibt einfach mal rein, wie es euch gefallen hat, was ihr vielleicht euch noch wünschen würdet, was ihr anders machen kann. Und ja, ansonsten bleibt alle gesund, habt viel Spaß, unternehmt was Schönes, so wie ich hier heute in der Kälte. Und wir sehen uns dann schon bald in meinem nächsten Video. Also bis dann, euer Matthias. Thank you.